Staatliches Museum ägyptischer Kunst. Auf die Ohren. Der Museumspodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Museumspodcast. Wir freuen uns, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Herzliche Grüße gehen raus an alle, die jetzt den Weg erst frisch zu uns gefunden haben und ganz viel nachzuhören haben. Wir, das sind Roxane Bicker, die Leitung der Kulturvermittlung und Arnold Schlüter, Direktor des Ägyptischen Museums. In dieser vierten Staffel unseres Podcasts beschäftigen wir uns mit... Objektgeschichten, also interessanten Dingen rund um unsere Objekte. Und im Mittelpunkt unserer heutigen Folge steht das Sargensemble der Werbig SEA. Dieses Objekt ist ausnahmsweise nicht in der Dauerausstellung zu sehen, sondern wird im Museumsdepot aufbewahrt. Wir stellen allerdings Fotos von unserem heutigen Zentralobjekt in die Shownotes, so dass ihr euch auch ein Bild davon machen könnt. Der Sarg datiert in die dritte Zwischenzeit, in die 21. Dynastie, zwischen 1070 und 946 vor Christus, in die sogenannte Libyer Herrschaft. Wie kam es denn dazu, dass wir uns mit diesem Objekt beschäftigt haben? Im Jahre 2016 gab es eine Anfrage beim Museum von dem Historiker Wolfgang Petz, die Anlass bot, sich etwas genauer mit der Erwerbungsgeschichte dieses Sarges zu beschäftigen, der im Jahre 1818 dem König Maximilian I. Joseph zusammen mit einer Mumie als Geschenk gemacht wurde und vom König an die damals noch Königliche Bayerische Akademie der Wissenschaften gegeben worden war. Friedrich von Schlichtegroll, zum damaligen Zeitpunkt Generalsekretär der Akademie, würdigte dieses besondere Geschenk im Jahresbericht des gleichen Jahres und verband mit ihm die Hoffnung, diesen ersten Sarg zum Grundstock einer nach und nach anwachsenden Sammlung altägyptischer Särge bei der Akademie machen zu können. Das ist also sozusagen die Geburtsstunde dieser Sammlung bei der Akademie der Wissenschaften sein Interesse galt damals besonders den mit Hieroglyphen beschrifteten Zeugnissen des alten Ägypten, also neben Särgen vor allen Dingen auch Stelen, die bei den Bestrebungen um die Entzifferung der Hieroglyphen als Quellen für die Originaltexte herangezogen werden konnten. Also Hieroglyphen zum damaligen Zeitpunkt noch nicht Übersetzt, man wusste noch nicht, wie man damit umgehen sollte und es gab einen internationalen Wettstreit darum, welche Nation es als erstes schaffen sollte, tatsächlich den Hieroglyphencode zu knacken. Und um an diesem Material überhaupt arbeiten zu können, war die Bayerische Akademie bestrebt, Originaltexte nach München zu holen. Spoiler, es waren 1822 die Franzosen, namentlich Jean-François Champollion, der es dann mithilfe des Steines von Rosette geschafft hat, die ersten Hieroglyphen zu lesen. Unser Sarg, ich habe es eben schon angesprochen, ist eigentlich nicht nur ein Sarg, sondern ein dreiteiliges Sargensemble. Und es besteht aus einer Sargwanne, einem Sargdeckel und einem sogenannten Mumienbrett, was also direkt auf den Körper, auf die Mumie gelegt wurde. Es war ähnlich wie ein Sargdeckel gestaltet, nur deutlich flacher. In dem Sargensemble befand sich eine Mumie, die aber ursprünglich wohl gar nicht dazugehörte. Sarg und Mumie fanden ihren Weg von der einstigen Sammlung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in den Fundus des Ägyptischen Museums und sind dort heute unter den Inventarnummern 16 A bis C für den Sarg und 16 D für die Mumie inventarisiert. Die jüngere Literatur zur Sammlungsgeschichte erwähnt mehrfach diese frühe Erwerbung als eben den Beginn einer eigenen Sammlung von ägyptischen Antiken bei der Akademie der Wissenschaften und verweist stets auf einen gewissen Daniel Dummreicher. Einen Kemptner Bürger und späteren königlichen dänischen Konsul in Alexandria, der das wertvolle Geschenk Maximilian dem ersten Josef anlässlich einer Audienz übergeben haben soll. In der Literatur wird diese frühe Erwerbung in dem Aufsatz von Hans Wolfgang Müller aus dem Jahr 1984 thematisiert. Und Müller, der ja selber von 1958 bis 1974 Inhaber des Lehrstuhls für Ägyptologie der LMU München und zugleich bis 1975 ehrenamtlicher Direktor der Münchner Ägyptischen Sammlung war, ließ seinen Forschungen zur Sammlungsgeschichte stets sehr umfangreiche Recherchen in diversen Archiven vorangehen. Im konkreten Fall irrte er aber bei der Zuweisung des Geschenks an Daniel Dummreicher, nicht ahnend, dass es im Ägypten des frühen 19. Jahrhunderts mehrere Brüder Dummreicher gegeben hatte, von denen aber nur einer, nämlich Daniel, aufgrund späterer Erwähnungen überhaupt Bekanntheit erlangte. Darum hielt Müller den in einer Akte des Hauptstaatsarchives vorkommenden Namen David Dummreicher für irrtümlich angegeben, so wie Müller selber sagt und schreibt. Und er vermerkt dazu, offensichtlich, der gleiche Dummreicher habe 1827 König Ludwig I. eine Eingabe unterbreitet, die er dann korrekt als Daniel Dummreicher unterschrieben habe. Also ein ganz klassischer Fehler. Es gab mehrere Brüder Dummreicher. Es Kommen in den Akten sowohl Daniel wie David vor. Und aufgrund der Bekanntheit von dem Daniel schrieb man aber die eine Erwähnung von David Dummreicher einem Fehler zu. Einmal publiziert hielt sich dieser Irrtum auch in den folgenden veröffentlichten Zusammlungsgeschichten des Münchner Museums. Es wurde also immer wieder der gleiche Fehler in der Literatur wiederholt. Wolfgang Petz, der damals mit seiner Anfrage an uns herangetreten war, hat 2017 dann einen Aufsatz herausgebracht. Daniel Dumreicher, 1791 bis 1848, Kaufmann, Konsul, Mittler zwischen den Welten. Der Artikel ist erschienen in Lebensbilder aus dem bayerischen Schwaben. Einer für die Ägyptologie vielleicht etwas entlegene Stelle aber dieser artikel zeichnet ein äußerst interessantes bild vor allem von daniel dummreicher und räumt auch gleichzeitig mit dem missverständnis in der sammlungsgeschichte des museums auf wir erwähnen das hier so deutlich, weil vieles, was wir jetzt hier in dieser Folge tatsächlich mhm. ähm, bringen, eben auf die Forschungen von Wolfgang Petz zurückgehen. Das, glaube ich, gebietet auch im Podcast, mhm. nicht nur in der wissenschaftlichen Literatur, auch im Podcast. Ähm, tatsächlich äh, ist, ist es geboten, darauf hinzuweisen, dass das also nicht alleine auf unseren Mist gewachsen ist. Der Kemptener Friseur und Perückenmacher Balthasar reicher stammte aus einer Handwerksfamilie, deren Mitglieder es vereinzelt bereits geschafft hatten, sich im Ausland in Kopenhagen als Schiffsbaumeister und in Triest als Leiter eines Handelshauses einen Namen zu machen. Auch seinen drei Söhnen, David, Daniel und Jakob, wollte Balthasar Dummreicher den sozialen Aufstieg ermöglichen. Der älteste Sohn David 1785 bis 1852 war möglicherweise über Zwischenstation Triest, in der sich nun einige Kemptener Kaufleute bereits niedergelassen hatten, nach Alexandria gekommen und hatte dort eine Handelsniederlassung begründet. Über die Anfänge des Geschäfts in Alexandria existieren kaum Informationen. Im Jahr 1814 nun kam auch der zweite Sohn, Daniel, 1791 bis 1848 nach den Stationen Triest, Malta und Venedig nach Ägypten. Der jüngste der drei Brüder, Jakob 1796 bis 1828, starb unter unbekannten Umständen in Bukarest und spielt auch für den restlichen Verlauf unserer Geschichte keine Rolle mehr. David hatte nach mehreren wohl auch wirtschaftlich recht erfolgreichen Jahren und um die Früchte seines Erfolges zu genießen, die Geschäfte in Alexandria an Daniel übergeben. Über diesen sind wir aus verschiedenen Gründen deutlich besser informiert als über seinen älteren Bruder. Zum einen wurde Daniel Dummreicher bereits 1816 zunächst zum dänischen Vizekonsul und 1823 dann zum dänischen Konsul in Alexandria ernannt, ohne die dänische Staatsbürgerschaft oder überhaupt einen persönlichen Bezug äh, zu Dänemark zu haben. Es gab halt nur diesen einen Familienzweig der Dummreichers, wir erinnern uns, die Schiffsbauer in Kopenhagen, aber ich finde es sehr lustig, dass jemand ohne jegliche Verbindungen jetzt einfach vom dänischen Staat dort ernannt wird. Aber so ist das. Dann haben wir noch eine weitere Person. Ähm, zum anderen arbeitete nämlich ab 1826 ein gewisser Simon Spitzweg im Handelshaus Dumreicher. Simon Spitzweg ist der ältere Bruder des bekannten Malers Karl Spitzweg, der arme Poet. Das Bild ist sicher jedem bekannt. Mir war peinlicherweise nicht bekannt, dass Karl Spitzweg und eben auch Simon Spitzweg Münchner sind. Musst du doch hier nicht erwähnen. Doch, ich <laughs> muss das erwähnen, weil das peinlich ist und weil es vielleicht auch anderen so geht. Und äh, deswegen Karl Spitzweg Münchner. Also, äh, wir treiben ja hier auch so ein bisschen Volksbildung. Ne? Und wenn es auch nur die eigene ist. Simon Spitzweg, der ältere Bruder nicht im Malgeschäft betätigt, ähm, war nun in Alexandria und berichtet in zahlreichen bis heute erhaltenen Briefen an seinen Vater in München über den Alltag und auch das Geschäft in Alexandria. So sind wir also über diese Familiengeschichte aus den Spitzwegbriefen sehr gut informiert, aber auch Daniel Dummreicher selbst schrieb als Korrespondent für die in Augsburg erscheinende allgemeine Zeitung und hat mit seinen fast 200 Berichten das Bild von Ägypten in der deutschen Öffentlichkeit dieser Zeit geprägt, wie kaum ein anderer. Die Berichte und Informationen aus und über sein Leben bieten auch dem Ägyptologen einige spannende Details, so zum Beispiel, dass seine Frau Sophie eine Stieftochter Bernardino Drovetis war, des französischen Konsuls in Ägypten. Er war Italiener, aber er war französischer Konsul. Aber naja, das, das, naja, mit naja, naja. Naja. das ist so nicht so ganz richtig. <laughs> ja. Also, ähm, Drovetti ja. ist in Turin geboren, Aha. aufgewachsen und hat in Turin studiert. Und äh, Turin gehörte damals zu Sardinien-Piemont. Oh. Und oh. oh Sardinien-Piemont ist 1802 von äh, Napoleon. Annektiert worden. Also Ach, insofern Napoleon. war tatsächlich Bernardino Drovetti. Franzose. Mit diesem, genau. Und, <laughs> er war okay. französischer Bürger. Es hätte also, mich aber auch nicht gewundert, wenn er als Italiener französischer Generalkonsul gew gewesen wäre, weil. Ne? Ja, also wir sind mit dieser ganzen Thematik, das können wir ja vielleicht ganz kurz mal einschieben, mit dieser ganzen Thematik mit den Konsulen tatsächlich einer, in einer ja wirklich sehr hochspannenden mhm. Zeit. Ähm, das ist keine Seltenheit, dass diese Konsulen, die wir jetzt genannt haben, von denen eben Drovetti einer war, wo eben Dummreicher auch eine Rolle spielte, dass die in der damaligen Zeit ähm, in Ägypten tatsächlich antiken Handel betrieben haben und große Sammlungen aufgebaut haben. Die beiden ganz großen Player, würde man heute vielleicht sagen, waren eben äh, Drovetti auf der einen Seite und der britische konsul henry salt auf der anderen seite mhm. die beiden äh, stellten riesige sammlungen zusammen wir reden also davon tausenden und abertausenden von objekten die die damals natürlich nicht selbst sondern zu einem großen teil eben auch durch auftragnehmer durch kunstagenten äh, durch Grä ausgräber in ägypten haben zusammentragen lassen ähm, der Drovetti bediente sich mehrerer Leute. Einen kennen wir ganz besonders hier in München von der Statue des Bark en Chons, äh, wo sich äh, der Kunstagent, der für Drovetti tätig war, auf dem Fuße der Statue ja sogar äh, durch eine Signatur hervorgehoben hat. Jean-Jacques Jean-Jacques Rifaux, Jean sehr richtig, ein Franzose, der eben sehr viele Kunstwerke, unter anderem den Bark en Chons, sicherlich in Karnak damals äh, gefunden und mitgenommen hat. Beziehungsweise noch nicht direkt mitgenommen. Es war nämlich so, dass man an solche Statuen, ich meine unser Parkenronz ist nun sehr, sehr groß und sehr schwer, dass man da erstmal seine Marke dran gesetzt hat. Also in diesem Fall Jean-Jacques Riffro, der seinen Namen in den Fuß der Statue reingeritzt hat und sie damit für sich gesichert hat bis zu einem späteren Abtransport. Man muss sich das wirklich als einen heftigen Wettstreit vorstellen, der da zwischen Drovetti und Henry Salt stattfand. Henry Salt hatte so bekannte Leute wie zum Beispiel Battista Belzoni äh, für sich engagiert, der dann eben die Dinge für Salt zusammentrug. Es gab aber auch noch einige andere. Es gab den Freiherrn von Minutoli, der im Auftrag des preußischen Königs... Objekte, Antiken gesammelt hatte. Da schließt sich diese Wahnsinnsgeschichte an, dass diese ganze Sammlung ja dann... Nach äh, Deutschland transportiert werden sollte, zunächst einmal per Schiff nach Italien kam. In Italien weitestgehend aufgeteilt mhm. worden ist. Nur ein kleiner Teil, ich glaube, da ging es um 20 Kisten mhm. mit, Originalen, mit wurde auf dem, Originalen? Ja, wurde auf dem Landweg transportiert äh, und ein ganz großer Teil, ich glaube über 90 mhm. Kisten, sind dann über den Seeweg ähm, transportiert worden und tatsächlich. Ähm, vor in der in der Nordsee vor der Küste gesunken damals auf dem Schiff Gottfried mhm. äh, und da sind viele Dinge im Meer versunken die auch bis heute nicht geborgen worden sind ja 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 also sehr sehr tragisch ähm aus der Sammlung von Drovetti stammt übrigens auch noch ein anderes Objekt, was sich bei uns im Haus befindet. Die Leihgabe der Bayerischen Staatsbibliothek, das Totenbuch des Paju Heru, was man ja im Raum Jenseitsglaube bewundern kann. Diese ganzen Ankäufe damals unter dem Reich der, der oder der. Dem Zeitalter der Konsulen, wie man das teilweise heute noch nennt, geht ja noch weiter. Es gab natürlich auch für Österreich-Ungarn Giuseppe Akerbi beispielsweise oder einen Giovanni Anastasi, der Konsul für Schweden war. Da mhm. kannst du wieder sagen, ja. <laughs> <In diesem lacht> genau. Ähm, also kurz gesagt, da gab es tatsächlich viele Leute, die zeitgleich, annähern zeitgleich, um die gleichen Objekte. Sie stritten, um die nach Europa zu holen. Und interessant ist übrigens auch, weil du es vorhin mit den Nationalitäten angesprochen hast, dass er einen Großteil der Sammlung Drovetti, mhm. ähm, er hat mehrere Sammlungen verkauft. Die größte, das war gleich seine erste Sammlung, wurde 1816 in Alexandria angeboten. Und diese Sammlung von Drovetti ging schlussendlich eben, obwohl er französischer Konsul war, dann wieder nach Italien mhm. und zwar nach Turin und bildet heute den Grundstock. Für das äh, Turiner Museo Egizio. Ganz spannend ist dabei übrigens, dass, ähm, warum das so ist. Er hatte das natürlich auch den Franzosen angeboten, aber erstens gab es inhaltliche Kontroversen, mhm. also auch bezüglich der Chronologie. Die Weltgeschichte stützte sich damals im Wesentlichen noch auf das Alte Testament. Also mhm. man war sich da auch mit der Ausdeutung mancher Dinge nicht einig. Und was aber entscheidender war, war, dass Drovetti einen Bezug zu Napoleon hatte mhm. und eben Unterstützer Napoleons gewesen war. Und 1816 seine Sammlung anbot und 1815 aber ja Napoleon letztendlich gescheitert war und mhm. in die Verbannung geschickt worden ist und man natürlich die Unterstützer Napoleons nicht mehr so wirklich wollte. Ja. So, das ist der Grund, warum jetzt dann Drovetti ausgerechnet dann wieder an die Italiener verkauft. Ja. Wobei, Nebenbemerkung, er hat sie auch Ludwig I. angeboten, dem die Sammlung allerdings zu teuer war. Das heißt, hätte Ludwig I. etwas mehr Geld gehabt, dann könnte die ganze schöne Sammlung heute bei. Uns Stehen und nicht in Turin. So, und jetzt das müssen wir irgendwie wieder etwas, zurück. Jetzt müssen wir irgendwie wieder zurück. Wir, zu wir, dem kommen, wir kommen zurück. Wir treten nämlich in der Tat einen Schritt zurück und schauen uns nochmal die damalige politische Lage in Ägypten an. Napoleon, du hast ihn schon angesprochen, war ja auch in Ägypten. Sein Ägyptenfeldzug ab 1798. Dadurch gelangte das Land erstmals wieder in den Blick der Öffentlichkeit Europas. Mit dem Fund des Steins von Rosette entbrannte der Wettlauf um die Entzifferung der Hieroglyphen und die zahlreichen Wissenschaftler im Trost Napoleons haben Ägypten erstmals mit ihrem Blick aufgenommen. Daraus ist ja dann die berühmte Description de l'Egypte entstanden. Nach der Niederlage und dem Abzug der Franzosen konnte sich im folgenden Machtkampf, der eigentlich zwischen dem Osmanischen Reich und den Mamluken bestand, ein gewisser Mehmed Ali durchsetzen. 1807 zwang er die britischen Truppen zum Abzug aus Ägypten und war ab 1811 de facto alleinherrscher, allerdings immer noch unter der nominellen Oberherrschaft des Osmanischen Reiches. Mehmed Ali nun setzte auf eine zunehmende Europäisierung und Industrialisierung des Landes und wollte es so in die moderne führen. Das Zentrum dieser Bemühungen lag in Alexandria. Magst du noch was zu Alexandria sagen? Zum antiken Alexandria? Oder? Alexandria hat ja schon seit jeher immer eine ganz herausragende Bedeutung gehabt. So zwei Sätze, warum das so war. Zwei lange. Zwei lange. Ne? Ich Vielleicht auch kurze. Also ganz kurz. Also Alexandria, natürlich Gründung Alexanders des Großen, spielte natürlich damals auch strategisch eine ganz wichtige Rolle, war strategisch sehr gut gewählt, war in, innerhalb kürzester Zeit ein. Äh, der entscheidende Mittelmeerhandelshafen, äh, damit eben auch tatsächlich ein Punkt, in dem kulturelle Kontakte möglich waren. Die Ptolemäer, die dann auf Alexander den Großen folgten, haben Alexandria auch zur Metropole des Wissens ausgebaut. Schlagworte sind dann nur das Museum, die angeschlossene mhm. Bibliothek, ähm, die vielen Forscher und Forschenden und die Griechen, die auch tatsächlich in Alexandria ähm, ihrer Tätigkeit nachgingen. Und ähm, Alexandria war ja auf dem Reisbrett geplant, eine große Stadt, mehrheitlich auch aus Stein errichtet, mit einem funktionierenden Kanalsystem und ähnlichen Dingen. Das heißt, es waren die Grundlagen dafür da, dass die sich auch über Jahrhunderte, Jahrtausende ähm, weiterentwickelt hatte, die Stadt. Und man stützte sich da eben auch auf die antiken Strukturen. Und deswegen blühte Alexandria eben auch nach der Zeit der Ptolemäer. Als, als Stadt noch, noch weiter. Ja. Eine Metropole im, im Mittelmeerraum und Alexandria hatte auch eine solche Sonderstellung, dass es im Lateinischen Alexandria ad Ägyptum genannt wurde. Also nicht Alexandria in Ägypten, sondern bei Ägypten. Es war also fast wie ein kleiner Kleinstaat und das haben wir nun auch hier in der frühen Neuzeit. In Alexandria haben sich nun also mit den Bemühungen Mehmed Ali's auch vermehrt europäische Handelshäuser niedergelassen. Alexandria zählte um 1820 noch etwa 20.000 Einwohner, davon nur ungefähr 150 bis 200 Europäer. 1848, also nur 28 Jahre später, waren wir schon bei 100.000 Einwohnern und etwa 5.000 Europäern. Ich habe diesen Artikel von äh, Wolfgang Petz sehr aufmerksam gelesen und habe mich dabei sehr an Karl Mays, Orientzyklus, Karabenemsi und so weiter erinnert, dass er ja auch in einer ganz, ganz ähnlichen Zeit spielt. Das ähm, muss wohl damals wirklich auch so ganz ähnlich gewesen sein. Daniel Dummreicher erkannte die Rolle Ägyptens als Handelspartner sowohl in Bezug auf Agrarerzeugnisse und Rohstoffe des Landes als auch hinsichtlich der Rolle Ägyptens für den Transithandel. Er hielt Kontakt zur Heimat, versuchte Handelsbeziehungen speziell nach Bayern auszubauen und Fabri Fabrikerzeugnisse von dort nach Ägypten einzuführen er importierte kemptner bier sowohl für sich selbst als auch für den verkauf das in ägypten wo ja eigentlich das bier erfunden worden ist ja. vor früheren zeiten er ja. handelte mit pferden und wurde für seine verdienste um die äh, lieferung von kavalleriepferden zum ritter der württembergischen krone ernannt Daniel Dummreicher kümmerte sich auch um europäische Reisende in Ägypten, indem er ihnen wertvolle Hinweise gab, sie bei Expeditionsvorhaben unterstützte oder ihnen aus Notlagen half. Dabei begegnete er unter anderem auch dem Fürst Hermann von Pückler-Muskau und Herzog Maximilian in Bayern und auch zahlreichen Wissenschaftlern und Gelehrten, die das Land am Nil und die Nilaufwärts liegenden Gebiete erforschen wollten. Aber auch weniger bekannte Reisende konnten auf Dumreichers Unterstützung vertrauen. Und so zeichnete Ludwig I. ihn wegen seiner Fürsorge für, wie es dort heißt, alle Europäer in Ägypten mit dem Ritterkreuz des Michaelsordens aus. Er war also sehr rührig, was seine ganzen Tätigkeiten betraf. Und eine Aufgabe der Konsuln in Ägypten war im Übrigen auch die Mitwirkung in der staatlichen Sanitätskommission zur Bekämpfung der immer drohenden Seuchen gerade in Alexandria. Und wir hören uns dazu mal einen Abschnitt aus dem Artikel von Wolfgang Petz an. Ein längerer Aufenthalt in Ägypten mit seinen spezifischen Lebensbedingungen bedeutete für alle Europäer eine große Herausforderung an die Gesundheit. Die oft tagelang anhaltenden heißen Winde des Frühjahrs ließen die Haut austrocknen und trieben den Staub der Wüste, selbst durch geschlossene Fenster und Türen, in alle Haushaltungen, so dass Kleidung, Haare und selbst das Essen voller Sand waren, berichtet beispielsweise Anne Catherine Elwood, die sich 1826 in Ägypten aufgehalten hatte. Jahreszeitlich gesteuert, folgte dieser Plage nicht selten die Pest. Die Gefahr einer Ansteckung galt auch die erste Sorge von Simon Spitzweg, als er erwog, das Angebot einer Stelle in Alexandria anzunehmen. Er hatte sich vor seiner Abreise bei seinem Arzt in Triest bezüglich der gesundheitlichen Risiken in Ägypten erkundigt und insgesamt beruhigende Auskunft erhalten. Mit einer Wiederkehr der Pest sei für dieses Jahr nicht mehr zu rechnen. Das Konsulatspersonal, so versucht er seinen Vater zu beruhigen, sei immer am besten geschützt, da weder der Konsul zu Pestzeiten ausgehe, noch jemand im Haus dieses verlassen dürfe. Briefe würden dann mit eisernen Zangen durch Gitter ins Haus gereicht und geräuchert werden. Doch waren diese Mittel nicht immer erfolgreich. So berichtet der Schweizer Arzt Titus Trobler. Als in dem jj 1834 und 1835 die Pest in Alexandrien wütete, kam in den abgesperrten Familien kein Pestfall vor. Nur das Haus Dummreicher wies einen auf und man vermutete, dass das kranke Mädchen des Gesindels, das mit einem Janitscharen in Verbindung gewesen war, in dessen Familie mehrere Pestfälle stattgefunden hatten. Herr Dummreicher bezog sogleich eine andere Wohnung, reinigte, desinfizierte seine Effekten und blieb von der Pest frei. Neben der Pest waren Cholera und Malaria und Ruhr häufig auftretende Infektionskrankheiten, die keineswegs ausschließlich die ärmere einheimische Bevölkerung bedrohten. Die Sorge um den Erhalt der eigenen Gesundheit bestimmte in hohem Maße den Alltag der ansässigen Europäer wie auch der Reisenden. Welche Konsequenzen eine Unvorsichtigkeit haben konnte, musste der junge Simon Spitzweg am eigenen Leib erfahren. Nachdem er bald nach der Rückkehr seines Prinzipals und gegen dessen ausdrücklichen Rat kurz vor der geplanten Heimreise noch eine Exkursion nach Kairo gewagt hatte, wurde er bei dieser Unternehmung mit 24 Jahren ein Opfer einer unbekannten tödlichen Krankheit. Wo bleibt aber nun unser Sarg? Wir haben jetzt sehr viel über die Dummreichers und äh, das Leben in Alexandria gesprochen. Wo ist der Sarg? Tatsächlich trat Daniel Dummreicher auch als Vermittler von Altertümern auf. Aufgrund seiner gesellschaftlichen Position war er mit bedeutenden Ausgräbern bekannt, darunter eben auch dem vorhin schon mehrfach erwähnten britischen Generalkonsul Henry Salt. Seine Verbindungen nutzte Dummreicher dazu, Abnehmer in Dänemark mit ägyptischen Antiken zu versorgen. So gehen wohl mehrere hundert Objekte in heutigen Sammlungen, vor allen Dingen in Kopenhagen, auf seine Vermittlung zurück. Auch in der ägyptischen Sammlung der Universität Tübingen befinden sich einige Stücke von Dummreicher. Genau das für die Münchner Sammlungsgeschichte relevante Geschenk, nämlich den dreiteiligen Sarg, im Jahr 1818 an Max den ersten Josef, aber hat nicht Daniel, sondern bereits sein älterer Bruder David nach München gebracht. Daniel weilte 1818 überhaupt nicht in Europa, sondern führte stellvertretend für den älteren Bruder David die Geschäfte in Alexandria. David hingegen überreichte den Sarg sowie die Mumie bei einem Besuch in der Heimat dem bayerischen König und wurde gleich im darauffolgenden Jahr in Schloss Nymphenburg erneut zur Audienz empfangen. Bei dieser Gelegenheit soll er weitere Altertümer, ägyptische Idole und Geschenke aus Ägypten überbracht haben, über deren Verbleib oder Identifizierung heute leider nichts mehr bekannt ist. Belohnt wurde David Dummreicher mit der goldenen Zivilverdienstmedaille. Über sein weiteres Leben sind nur wenige Eckdaten bekannt. Nachdem er das Handelshaus in Alexandria an seinen jüngeren Bruder übergeben hatte, zog er nach Ungarn, heiratete dort eine gewisse Henriette Anna Pichler und ließ sich als Gutsbesitzer in St. Elias, Svetilja in Kroatien, nieder. In Unterdrauburg, dem heutigen Dravograd in Slowenien, gründete er 1840 die Glashütte Henriettental, nach seiner Frau benannt, und er verstarb 1852. Dem einen oder anderen mag es vielleicht als eine Nebensächlichkeit erscheinen, dass nun in der Sammlungsgeschichte des Münchner Museums der Vorname eines Herrn Dummreicher von Daniel auf David korrigiert werden kann. Dennoch sind wir der Meinung, Ehre wem Ehre gebührt. Und außerdem ist uns das als eine ganz besonders schöne Geschichte aus den Münchner Sammlungsgeschichten in Erinnerung geblieben und tatsächlich eine sehr spannende. Angelegenheit, vor allen Dingen, wenn man sich in diese Zeit damals in Alexandria mit diesem Handelshaus Dummreicher zurückversetzen kann. Die Bedeutung dieses ersten, immerhin ersten ägyptischen Sages, der in München angekommen ist, in einer Zeit, in der das wissenschaftliche Interesse für altägyptische Antiken an der Bayerischen Akademie für, äh, der Wissenschaften gerade im Entstehen war, ist jedenfalls nicht zu unterschätzen werfen wir noch einen Blick auf das restliche Leben von Daniel Dumreicher. Er pendelte immer wieder zwischen Europa und Ägypten, wobei der Aufenthalt in Ägypten auch immer unsicherer wurde. Das Stichwort ist hier die sogenannte Zweite Orientkrise 1839-1840, wo sich europäische Mächte nun wieder in den Konflikt zwischen dem Osmanischen Reich und Ägypten einmischten. Dumreichers wirtschaftliche Verhältnisse kriselten etwas und im Herbst 1843 starb dann auch seine Frau Sophie im Alter von nur 39 Jahren. Er selbst verstarb fünf Jahre später, am 20. Oktober 1848, in Alexandria. In einem Nachruf der Allgemeinen Zeitung, für die Dumreicher so lange berichtet hatte, heißt es nun, wir verlieren an ihm einen redlichen, vielseitig gebildeten Mann, der allen Deutschen, die Ägypten besucht haben, wegen seiner Gefälligkeit und Gastlichkeit in freundlicher Erinnerung sein wird. So heißt es in dem kurzen Nachruf in der Allgemeinen Zeitung. Am Schluss können wir noch verweisen auf den viel zitierten Wolfgang Petz Artikel, der all denen ans Herz gelegt ist, die einen Einblick in das Leben der Dummreiche im Alexandria des frühen 19. Jahrhunderts bekommen wollen. Wir haben das Ganze ja nun wirklich nur auch im Hinblick auf unseren Sarg kurz zusammengefasst. Es gibt dort natürlich noch viel, viel mehr zu erfahren. Und ja, nun können wir sie gar nicht dazu aufrufen, den Sarg sich im Museum selbst einmal anzuschauen, denn er gehört zu den Stücken die nicht ausgestellt sind. Es gibt ja noch einmal einige, die bei uns in dem Depot verwahrt sind, weil sie einfach auch so fragil sind und na ja, weil uns auch irgendwie der Platz in der Dauerausstellung fehlt, um alles, 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 was wir haben, zu zeigen. In diesem Sinne hoffen wir, dass wir Ihnen trotzdem eine etwas unbekanntere Sammlungsgeschichte näher gebracht haben und Bleiben Sie uns gewogen, schauen Sie sich die anderen Särge in unserer Dauerausstellung an. Wir hören uns mit der nächsten Objektgeschichte in vier Wochen dann wieder. In diesem Sinne auf die Ohren. Abba, 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 Abba.